bin bereit. Ich habe mal wieder. Kann ich das nicht drehen? Ich habe mal wieder viel zu viel mitgenommen. Ich habe hier Mikrofon noch hinten am Rucksack. Hier ist der PC drin. Da noch was zu essen. Ich habe viel zu viel dabei. Viel zu viel. Ich versuche das jetzt in einer 3-Stunden Zugfahrt mitzunehmen. Nach St. Gallen. Geil. Okay. Schon wieder. Weiss gar nicht, ob ich so Bandage rauchte. Ja, ich glaube, ich mache einfach Bandage. Ich bin da, wir haben es gedacht. Und gehe in Mac. Um 4:12. Geil. Also, bis nach. Tschüss. Was kann man noch sagen? Das Internet ist geil. Wir im Moment haben einen Ausfall, wer hat es gedacht. Sollte, wenn ich wieder zurückkomme, gefixt sein. Und wenn nicht, ist es auch wieder morgen gefixt. Aber das Internet ist grundsätzlich geil. Nicht ganz 1 Gigabit. Aber in Theorie sind es immer 1 Gigabit und Download Speed. Nutzen kannst du so 600-700 sicher, glaube ich. Wenn ich vorhin richtig gemessen habe. Kann ich stelle ab und zu ging ab, weil ich nur nicht gerne mit der Kamera, wie andere zuschauen. Ja. Holy shit. Das Ding hat mich gerade durchgeklopft. McDonalds ist zu. Der hat erst morgen offen in Nacht. Geil. Ja, suchen wir einen Elektrokasten einfach. Ich finde hier wirklich keine Orte, an denen ich irgendwer rumläuft. Also Tag 2. Tag 2 gestern war eigentlich nur der Abend, ja. Anreisen und kurz zocken und pennen gehen, ja. Jetzt gehe ich aber in McDonalds. Nicht so wie gestern. In der Landhalle selber habe ich noch eigentlich nichts gefilmt, soviel ich weiß. Konnte ich auch nicht wirklich gut. Kommt aber wahrscheinlich noch. Oh, jetzt erstmal was essen. Ich gehe um 4 Uhr Mittagessen, dann noch was einkaufen. Und ich habe gemerkt, dass ich Hochdeutsch habe gelabert, obwohl ich eigentlich Bandage wollte. Ja gut. Irgendwie klar war, dass das noch passiert. Leute, drei Sachen. Erstens ist es arschkalt. Hure arschkalt. Zweitens schiffen das Matsch, also Schneidmatsch. Und drittens, es ist Matsch. Und schau mal die Schuhe an. Die sind überhaupt nicht geeignet für das. Ich habe viel zu wenig Zeug dabei. Jetzt muss ich den Arsch kälte aufladen. Und der Hauer ist nicht durch den Mac für, gell? Aber ich habe einen Hunger. Internetausfall des Todes, aber ich glaube, man kann darüber hinweg schauen. Man kann. Aber die auch nicht. Alter, das ist ja mal der Scheiße. Es ist arschkalt und ich werde fleischnass. Geil. Etwa noch lang, bevor ich wieder muss gehen. Ja. Es hat dummerweise Memes gegeben, dummerweise. Aber das Internet war schon genug lang weg, dass man genug Zeit hat, die zu machen. Ja, zum Beispiel, heute habe ich 6 Stunden im Hotspot gegamert. Das Internet einfach nicht ist gegangen bei mir im Platz. Scheiße gelaufen. Ich gehe jetzt in Mac, noch ein bisschen Overwatch und dann wieder auf. Ich gehe pennen. Und dann, je nachdem wie lange sie morgen schlafen, tue ich noch ein bisschen gamen. Und wenn wir dann zusammen gehen, ich will nicht allzu spät daheim sein. Oh, der what the fuck? Es sind immer komischere Leute gekommen, die Gestalten hier umgeben werden. Ja, immer wie komischer. Die letzten 4 Frauen, warte schnell, dreckige Linse. Die letzten 4 Frauen, die sie kommen, ich kann meinen, die kommen direkt vor einer Halloween-Party oder so. Dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt muss ich gehen, Schuss. Die Leute draussen sind alle so schräg. Ist es einfach so spät ist, oder ist das St. Gallen normal? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt
zweit oder noch mehr Leute ist, dann ist es viel einfacher, um halt zusammen einen Vlog zu machen. Alleine ist es super schwer. Ich meine, was machen hier? Ich erzähle nur, was ich mache. Und das meiste besteht wahrscheinlich aus mir, wenn ich zum Mac oder wieder zur LAN-Party laufe. Der LAN selber filme ich irgendwie auch nicht. Video habe ich auch keins aufgenommen, dort, noch mal hochgeladen. Ich will es doch auch nicht und kackt es mich da wieder raus. Jo, Leute, ihr wisst, dass das Video viel spät kommt. Es ist mir aber egal, weil ich keine Zeit habe, es sonst zu machen. Okay, tschüss und bis ein anderes Mal.